Viel Spaß bei Marienhof im Ersten wünscht Cook with Friends von Maggi. www.maggi.de. Ich könnte mir die Nase auch operieren lassen. Okay, wenn du es herausgefunden hast, dann sagst du mir am besten Bescheid. Ich beteilige mich natürlich an den Kosten. Joe, ich weiß nicht, was du willst. Ich hab den Job. Nein, ist das dein Ernst? Du hast den Job? Ob du wetten kannst, Baby. Ich wollte mich eigentlich nur bedanken, dass du mich gestern vor Frau Kniebe warnen wolltest. Dann hast du also eingesehen, dass sie ein männermordendes Monster ist. Es wird viel passieren. Ich heiße Thorsten. Das sagt man doch so, wenn man Bruderschaft getrunken hat. Ach so, ja. Valerie. Schön. Dann hätten wir das jetzt also auch hinter uns gebracht. Dann lass uns keine Zeit verlieren, Thorsten. Ich bin mir sicher, dass du ein sehr leidenschaftlicher Mann bist. Das würde ich natürlich gerne unter Beweis stellen. Aber ich will ehrlich sein. Ich kann deine Gefühle nicht erwidern. Das verlangt doch keiner. Komm. Tut mir leid, aber ich will dich nicht verletzen. Du bist eine tolle Frau. Wenn du jetzt gehst, bin ich wirklich böse. Tut mir leid, aber es ist wirklich schon sehr spät. Guten Abend. Oh, hoppla. Schönen Abend, die Damen, und gute Nacht. Wie? Du willst jetzt schon gehen? Ach, der Abend hat doch gerade erst angefangen. Für euch vielleicht, aber für mich ist er am Ende. Ich habe morgen wirklich eine Menge zu tun. Gute Nacht. Na, gute Nacht. Na, da kannst du deine Wette ja jetzt wohl vergessen. Was für ein Idiot. Nicht mal Matthias konnte meinem Kuss widerstehen. Mit dem Fechner stimmt irgendwas nicht. Der ist total verklemmt. Ja, letztendlich hat er gesagt, dass er dann doch mehr auf diese aufgetakelte Variante steht. Jetzt weiß ich zumindest, dass er mich so, wie ich bin, nicht mag. Komm bitte nicht wieder mit dieser Bella-Nummer an. Diesmal wird's aber ganz anders. Da bin ich ja mal gespannt. Also, ich habe ihm gesagt, dass ich mir auch die Nase operieren lassen würde. Und er hat sie hoffentlich sofort wieder ausgeredet. Im Gegenteil, er hat sogar gesagt, dass er sich an den Kosten beteiligen wird. Und? Ja, 5000 Euro kostet so eine Operation. Das habe ich nicht gemeint. Was hast du dann zu ihm gesagt? Was soll ich denn gesagt haben? Dass er ein mieser kleiner Wicht ist. Nein. Warum denn nicht? Jetzt mir einiges klar. Sag mal, wie spät ist es eigentlich? Ach, du hast noch jede Menge Zeit. Ah, das sagst du so. Sag mal, willst du Wurst oder Käse? Na, Wurst. Nee, gib mir Käse. Okay. Sag, hast du irgendwo meinen zweiten Arbeitsschuh gesehen? Keine Ahnung, wo der ist. Mann, ey, was ist denn hier los? Charlie hat einen neuen Job. Nein. Ja. Oh, super, das freut mich total. Ja, und mich erst. So. Okay. So, toi, toi, toi. Danke. Viel Glück. Danke. Trixi van der Loo? Doch, doch, Sie sind ja schon richtig, wenn Sie mit Charlie Kohl besprechen. Du, wenn es meine Fans sind, ich bin erst am Abend wieder da. Ja, Moment. Charlie, komm mal. Für dich.
Kolbe? Ja, ja, verstehe. Okay, ja. Nee, ist klar. Alles klar, ja. Okay, tschüss. Wer war das denn? Das war mein neuer Ex-Chef. Dem haben sie den Auftrag gecancelt. Und jetzt ist mein Job weg. Jetzt geht die Scheiße wieder von vorne los, ey. Also damit wäre das Projekt Fechner wohl endgültig gestorben. Schade ums Cabrio. Ich habe mich so auf die Fahrt ins Wellnesshotel gefreut. Noch ist nicht aller Tage Abend. Wie bitte? Ja, wer hat denn gesagt, dass ich aufgebe? Jetzt fängt es auch erst richtig an, Spaß zu machen. Das hat sich gestern aber noch ganz anders angehört. Ich liebe Herausforderungen. Oh Mann, das ist doch reine Energieverschwendung. Von wegen. Ein gewisser Matthias Kruse verträgt es gar nicht, wenn ich mit einem anderen Mann flirte. Schon allein deswegen lohnt es sich, mit Fechner weiterzumachen. Die ganze Sache hat bloß einen Haken. Fechner beißt nicht an. Plan A hat nicht funktioniert. Jetzt wird Plan B gestartet. Tschüss. Tschüss. In Amerika sind Schönheitsoperationen alltäglich. Da lässt sich jede Frau was machen. Was machen? Naja, den Po liften, Tränensäcke wegmachen, Silikon in die Brüste. Aber eine neue Nase ist doch was anderes wie ein gelüfteter Po. Ja, hierzulande werden sogar die Korrekturen von abstehenden Ohren von der Krankenkasse bezahlt. Aber nur, wenn du vorher aussiehst wie Dumbo. So, Mädels, hier. Eure Kulturreferate, bitte. Wow, wo hast du die denn her? Von meinem Vater. Die Schönheitsideale der Renaissance. Michelangelo, Pietà. Ja, wer steht schon auf Jungfrauen? Die Mona Lisa. Nee, dieses Dauergrinsen, nee, danke. Die Geburt der Venus. Ja, von Botticelli. Ah, nicht übel. Hallo? Ey, hallo Dino, hi. Wie geht's dir? Ja, Annika ist auch da. Die stopft gerade Vitamine in sich hinein. Ja. Sag mal, bist du jetzt Weinbau- oder Olivenfabrikant geworden? Siehst du, da haben wir den Beweis. Welchen Beweis? Na, für die Nase. Sophie, gibt's eigentlich auch irgendein anderes Thema? Aber von all den Bildern hat ihm doch die Venus am besten gefallen. Ja, und die ist auch nackt. Ja, das auch. Aber sie hat die kleinste Nase. Du, vielleicht wird das doch noch was mit dem Auftrag, hm? Vergiss es, Joe. Ich habe einfach kein Glück. Ja, aber da ändert sich doch bestimmt noch was dran, Charlie. Naja, in 100 Jahren vielleicht. Ach, hör zu, du musst da einfach nur dran glauben. Wer hat dir das Ammenmärchen denn erzählt? Charlie, das ist kein Ammenmärchen. Hier geht's einfach nur um positives Denken. Ja, natürlich. Es ist leicht, positiv zu denken, wenn man einen Job hat. Joe, hey, es tut mir leid. Hör zu, Charlie. Ich weiß ja, wie schrecklich das alles für dich ist. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich dir helfen kann dabei. Hey, denk nicht drüber nach. Du musst jetzt zu deinem Job. Du bist schon spät dran. Ja, aber... Nein, nichts aber. Du darfst deinen Job nicht auch noch verlieren. Komm, keine Müdigkeit vortäuschen. Okay. Hör zu, ich kann dir vielleicht heute Abend Zeitungen mitbringen, wenn ich wiederkomme. Ja? Oh ja, gute Idee. Aber bring welche mit Kreuzworträtseln mit. Ja, du weißt, ich habe eine Menge Zeit. Charlie, ich mache das doch nur wegen der Stellenanzeigen. Ah ja, wäre auch eine Möglichkeit. Hm? Wir können die dann zusammen durchgehen. Ja, und dann sagst du mir wieder, es gibt Jobs für 5.100 Euro Lohn, oder? Okay, okay. Ich weiß, es waren 1.500 Euro. Aber ich kann auch schon mal die Zahlen vertauschen. Hm? Okay, bis heute Abend, ja. Und Charlie, ja? Wir schaffen das, ja? Ja, klar. Wir schaffen das. Ciao. Ciao. Hallo, Thorsten. Hallo, Frau Knie, Valerie. Ich wollte mich nur schnell für gestern Abend entschuldigen. Das ist doch wirklich nicht nötig. Doch, doch. Ich will nicht, dass Sie, ich meine, dass du einen falschen Eindruck von mir kriegst. Unser Bruderschaftskurs gestern, ich war wohl etwas angeschickert. Ich wollte dir nur sagen, meine Gefühle für dich, ich meine, das Ganze ist wirklich rein platonisch. Das habe ich mir schon gedacht. Also... Freunde? Freunde. Hast du nicht Lust? Wir könnten heute Abend wieder klettern gehen. Tschüss. Doch, das ist eine super Idee. Schön, dann bis heute Abend. Ich freue mich schon. Ich freue mich auch. Tschüss. Tschüss.
Monster. Hey, Frederik, da bist du ja. Hey. Sag mal, wie war's in Amerika? Ah, erzähl ich dir später. Ich bin jetzt erstmal froh, wieder hier zu sein. Warte, ich mach das. Hey, danke. Oh, danke. Ja, und sag mal, was gibt's Neues im Marienhof? Hab ich was Aufregendes verpasst? Nö, eigentlich nicht. Mmh. Ist ja frisch. Hm. Oh, cool. Oh, heißer, starker Kaffee. Davon träume ich schon seit Stunden. Du, die haben den Flug dreimal umgeleitet. Ich dachte schon, ich lande in Grönland. Hey. Stellenangebote? Suchst du einen neuen Job? Hm, sozusagen. Wieso das denn? Läuft zwischen dir und Töbers nicht mehr so gut? Ja, so kann man es auch ausdrücken. Hey Charlie, jetzt lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Sag doch endlich, was passiert ist. Töbers muss seinen Laden dicht machen. Nee. Und du sagst, ich hätte nichts verpasst. Und wie läuft's mit der Jobsuche? Beschissen. Also, ich muss los. Simeon spielt da noch? Ich habe mich mit meinen Kumpels verabredet. Wir wollen noch ein bisschen um die Häuser ziehen. Okay, bis morgen. Tschüss. Männer, geh noch ein bisschen um die Häuser ziehen. Wetten, ist heute Abend im wilden Mann Billard spielen? Was ist denn los? Das ist wegen Marlon. Weil er dich heute Abend nicht mitnehmen möchte. Sophie, wir machen doch auch so oft was alleine. Aber ich weiß, warum er mich diesmal nicht mitnehmen will. Habt ihr euch gestritten? Jetzt hör auf damit! Aber es stimmt doch. Der schämt sich meinetwegen, wegen meiner Nase. Soll ich dir mal was sagen? Du spinnst. Es tut mir echt leid für dich. Ja, Frank geht's auch nicht besser. Kann ich mir vorstellen. Der hat jetzt zum Glück seinen Auftrag auf Mallorca. Und Joe kann ihre Lehre woanders weitermachen. Mhm. Ja, und du? Ach, ich finde früher oder später schon was. Hm. Weißt du was? Ich packe jetzt nur ganz schnell mal das Notwendigste aus und dann bearbeiten wir zusammen den Computer, ja? Du meinst? Ach komm, wäre doch gelacht, wenn wir für Charlie Kolbe keinen Job finden würden, oder? Ja, du, aber ich habe hier eigentlich schon alles durchgesucht. Ja, aber das sind halt bloß die Seiten vom Arbeitsamt. Ja, und? Du musst dich auch bei den privaten Jobbörsen umsehen. Ja, Moment mal, soll ich ein Schweinegeld dafür ausgeben, oder was? Nee, das meine ich nicht. Vertrau deinem Computerexperten. Das wird schon. Naja, ich glaube, das habe ich heute schon mal irgendwo gehört. Okay, du hast vielleicht keine Stupsnase. Jetzt sagst du's auch. Stopp. Du hast vielleicht keine winzige Nase. Aber erstens ist deine Nase auf keinen Fall hässlich. Und zweitens hat jeder irgendeinen kleinen Fehler. Ich habe meine blöde Neurodermitis und Marlon. Ja, was hat Marlon? Marlon hat in ein paar Jahren keine Haare mehr auf dem Kopf und hat dafür einen umso dickeren Bauch. Meinst du? Bei dem ganzen Junkfood, das er isst. Ich habe dir doch schon mal erzählt, wie das mit Dino und mir angefangen hat. Am Anfang habe ich gedacht, ich wäre das hässlichste kleine Entlein, das es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Wegen meinem blöden Ausschlag, den ich überall hatte. Und als ich neu in der Schule war, dachte ich, dass kein Junge mich überhaupt nur anschaut. Und dann kam Dean und dann ist alles ganz anders geworden. Ja, aber der liebt dich doch. Aber Marlon liebt dich doch auch, das ist doch ganz klar. Manchmal frage ich mich wirklich, was Dean an mir so gefällt. So eine blöde Frage. Alles natürlich. Der mag dich so, wie du bist. Trotzdem, aber er versteht einfach meine Probleme nicht. Der weiß nicht, wie es ist, als graue Maus durch die Welt zu schreiten mit so einer Brille auf der Nase und vor allem so einer Nase. Jedes Mal, wenn ich ihm von meinen Problemen erzähle, fängt er an zu lachen. Ja, aber dann ist doch das euer Problem, dass er dich nicht ernst nimmt. Eine Suppe, das Filetsteak mit Bratkartoffeln und einen Rucola-Salat. Und für Sie? Für mich nur einen Rucola-Salat, bitte. Ja, kommt gleich. Echt beneidenswert, deine Disziplin. Kaum habe ich ein bisschen Sport gemacht, sterbe ich schon vor Hunger. Ohne deine Hilfe hätte ich die Wand nie geschafft. Aber ich habe dich doch nur gesichert. Du hast mich hochgezogen. Aber nur ein ganz kleines bisschen. So, der Salat. Guten Appetit. Dankeschön. Okay. Hättest du gedacht, dass wir uns so gut verstehen? Als Freunde meine ich natürlich. Kaum zu glauben. Ja.
ist schön, einen Mann zu treffen, mit dem man so befreundet sein kann, ohne diese ganzen Spielchen zwischen Mann und Frau. Dabei habe ich ja am Anfang gedacht, du willst mich abschleppen. Du bist schließlich gleich mit zu mir nach Hause gekommen. Normalerweise bin ich nicht so aufdringlich. Es war nur wegen... Naja, um ehrlich zu sein, ich wollte nur Annalena eifersüchtig machen. Du Schuft. Kannst du mir noch mal verzeihen? Glaubst du, ich hätte das nicht gemerkt? Wirklich? Du hast mich schamlos ausgenutzt. Tut mir leid, ehrlich. Ich muss dir auch was gestehen. Ich habe unseren Tanz sehr genossen. Einer ganz bestimmten Person hat es nämlich gar nicht gefallen. Matthias Kruse. War das so offensichtlich? Was ich nicht ganz verstehe. Der Kruse ist doch mit dieser Zirkowski zusammen. Das scheint doch eine ganz stabile Beziehung zu sein. Na, genau wie Annalena und Töppers. Du hast keine Chance, also nutze sie. Wenn das so ist, warum spielen wir den beiden dann nicht einfach ein richtiges Liebespaar vor? Thorsten. Valerie. ZMA für Stuhlassistenz. Was auch immer das sein soll. Oder hier, Kundenbetreuer für Weinkellerei. Boah, das hört sich ja echt lecker an, oder? Mein Gott, ich will in dem Job arbeiten, den ich gelernt habe. Ist das zu viel verlangt? Hallihallo. Hi. Hi. Hey, Frederik. Na, schon wieder zurück aus Amiland? Mhm. Erzähl mal, wie war's denn? Du, das erzähl ich dir später, ja? Wir suchen gerade einen Job. Ach ja, habt ihr schon was gefunden? Mhm, Topverdienst für Erfolgshungrige. Naja, das klingt doch ganz erfolgsversprechend, oder? Ja, oder hier Sprachlehrer gesucht. Griechisch, Hebräisch und Hindustani. Was denn? Hindustani? Hey, das ist doch deine Chance, Charlie Kolbe. Ah, oder hier, schau mal. Mittelständischer Betrieb sucht Installateurgesellen ab sofort. Berufserfahrung erforderlich. Berufserfahrung, davon hast du doch genug. Hamburg? Das ist ja in Hamburg. Ja, na und? Warte mal, was haltet ihr denn davon? Installateurgeselle gesucht bis Ende 2003. Rosenheim. Ja. Ja, würdest du denn wirklich in, ich meine, in Rosenheim? Ja, natürlich. Besser ich arbeite in Rosenheim oder Hamburg als überhaupt nicht. Ja, da hast du wirklich recht. Na, wann ist der große Tag? Wie bitte? Na, der große Tag deiner Nase. Die OP. Das ist gar nicht. Gar nicht? Du willst weiter mit dem Zinken rumlaufen? Okay, okay. Ich hab schon verstanden. Die Idee mit der Schönheitsoperation war wohl nicht die beste. Wahnsinn. Meine kleine Schwester wird vernünftig. Was ist denn passiert? Gar nichts ist passiert. Kein schwerer Schlag auf den Hinterkopf? Nein, ich habe mich nur mit Annika unterhalten. Hm. Hallo, ihr zwei. Hi. Oh, Gratulation zur Bekehrung meiner kleinen Schwester. Oh, sei froh, dass du keinen großen Bruder hast. Hier. Dr. Bachmann, Schubertstraße 15. Ich dachte, du wolltest deine Probleme mit Marlon lösen. Klar, aber muss ich deshalb gleich zum Psychologen? Psychologen? Quatsch. Ich muss gleich zum Schönheitschirurgen. Gott sei Dank hat Melanie die OP noch gut überstanden. Und ich bin endlich wieder zu Hause. Es wurde aber auch echt Zeit, Mensch. Genau. Willkommen zu Hause. Welcome. Prost. 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 Danke schön. Prost. Ich geh schon. Prost. Hey. Hallo, tut mir echt leid. Ich habe noch eine Lieferung reingekriegt. Oh, hi. Hey, hallo. Hallo. Andrea, hallo. Frederik, hallo. Schön, dass du wieder da bist. Und vielen Dank für die Einladung. Ja, oh, es freut mich, dass du kommen konntest. Erzähl mal, wie war es in Amerika? Frag die anderen. Ach Gott, du hast schon alles erzählt. Ja. Aber zumindest haben wir noch ein Stück Pizza gesehen. Naja, das ist doch wenigstens was, danke. Jetzt seid ihr erst mal dran.
Wie geht's euch denn? Ne? Gut, prima. Ja, eigentlich, wenn man von der Schule mal absieht. Das ist echt manchmal die Hölle. Die Hölle ist bei mir auch los im Laden. Boah, sonst wäre ich auch nicht zu spät gekommen. Mhm. Jedenfalls müsst ihr euch nicht ständig von irgendwelchen Bazillen bombardieren lassen. Wow. Gegen Bazillen gibt es wenigstens Antibiotika. Aber gegen aufmüpfige Schüler? Oh, frag mich mal. So ein paar Tage Urlaub wären echt nicht schlecht, Mensch. Mhm. Frederik, du siehst jedenfalls total erholt aus. Hey, danke. Aber das war kein Urlaub, sondern ich habe ja lediglich meine Familie gesucht. Und das ist was komplett anderes. Da hat er allerdings recht. Naja, aber so 2 Wochen mehr? Neuseeland soll total schön sein. Also, mir würde Paris schon reichen. Es war total schön. Erinnerst du dich noch, Charlie? Mann, ich habe im Moment nicht mal einen Job. Wie soll ich da an Urlaub denken? Dass Töppers den Laden dicht machen musste, tut mir echt leid. Schon okay. Charlie, ich könnte mal Sven fragen, ob er vielleicht in der Schule ein bisschen Hilfe brauchen kann. Ja, und ich kann im Laden auch jemanden brauchen ab und zu. Eben, Alice gibt's auch genug zu tun, ja, also wenn du willst. Danke. Ihr seid nett. Ihr seid echt die besten Freunde, die man sich vorstellen kann. Aber ich bin Klempner, ich bin kein Hilfsarbeiter. Ich muss das irgendwie alleine schaffen. Danke, dass du mich hergebracht hast. Aber gerne. War eine gute Idee mit dem Drink. Finde ich auch. Und danke für die Einladung. Das war doch selbstverständlich. Also dann, Schatz. Träum was Süßes. Charlie, meinst du eigentlich, dass Meissner es mir genehmigen würde, wenn ich mir einmal im Monat ein verlängertes Wochenende machen würde? Ich habe keine Ahnung. Ja, das wäre doch eigentlich ganz toll. Ich könnte dich dann in Hamburg besuchen und wir beide würden es uns so richtig schön gemütlich machen. Allerdings in Hamburg, da regnet es immer so. Ich glaube, Rosenheim wäre doch besser gewesen. Obwohl Hamburg, das ist ja nicht so weit weg von uns. Naja, die Landschaft in Bayern ist eigentlich auch ganz schön. Joe, die Frage erübrigt sich. Was ist denn los, Charlie? Die beiden Firmen haben gemeldet, die Jobs sind weg. Ja, aber... Nichts aber. Ich war nicht schnell genug, das ist alles. Hey, Charlie. Jetzt beruhig dich doch erstmal. Joe, ich schaff's nicht. Ich brauche unbedingt einen Job, sonst wäre ich wahnsinnig echt. Einen wunderschönen guten Morgen. Ein gutes Arbeitsklima fördert die Gesundheit und dafür wird alles getan im St. Angela. Ziehen Sie sich einen Kittel an, bevor Sie ein Krankenzimmer betreten. Also erst bringen Sie dem Jungen sein Frühstück. Schmieren Sie sich jetzt Frühstück in die Haare. Hier. Hier muss ich wohl einiges ändern. Dass ich das noch erleben darf? Besuchszeit im St. Angela, Dienstag bis Freitag, 18.50 Uhr, im Ersten. Ohne Risiken und ohne Nebenwirkungen. Danke, Oberschwester. Sie haben echt ein Herz, Schüler.